Computer. So, okay, jetzt sind wir soweit. So, herzlich willkommen noch einmal für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin die Maria Rückert-Hammer und ich führe meine Praxis Darmvita. Ich mache Nährstoffberatung und Stoffwechseloptimierung. Ich war früher Laborantin und arbeite jetzt mit Nährstoffen seit 20 Jahren. Jetzt schauen wir uns heute die Energie, die Verdauung an und die Energiegewinnung. Der gesunde Darm mit all seinen Zellen und den gesamten Darmbakterien ist in der Lage, die Nährstoffe aufzuspalten, die wir essen. Und dann nehmen wir diese Nährstoffe über die Darmschleimhaut auf. Dazu müssen wir es aber verdauen. Jetzt kann es natürlich sein, dass wir die Darmflora verändern und beeinflussen, weil wir schlecht verdauen, weil wir schlechte Darmbakterien haben oder weil wir zu wenig Säfte haben. Dann können wir das Essen nicht spalten und das Essen, das nicht aufgespaltet ist, macht hier im Verdauungsapparat einfach halbverdaute Nahrung, Gärung und Fäulnis und das verschiebt und verändert unser gesamtes Stoffwechselsystem. Wir übersäuern und verschlacken vom Darm weg und diese Schlackenstoffe gelangen dann in die Blutbahn, auch in die Lymphe und vieles lagert sich ab, was in Wirklichkeit ausgeleitet gehört. So, und die Darmflora ist nicht nur für die Verdauung da, sondern die Darmflora beeinflusst auch unsere Hormone, das Nervensystem und das Immunsystem und es ist zuständig für die gesamte Energiegewinnung. Wir spalten einfach das Essen auf und nutzen diese Nährstoffe für die Energie. Und jetzt steht Darm und Hirn in einer engen Verbindung zueinander. Und das Gehirn regelt den gesamten Energiestoffwechsel. Wir haben hier im Gehirn die Zirbeldrüse drin, die oberste Hormonsteuerzentrale. Die hat ganz einen starken Einfluss auf den Verdauungsapparat. Und die Verdauung hat Einfluss auf das Gehirn. Und das ist wichtig zu verstehen. Dann verstehen wir auch den Zusammenhang, wenn die Drüsen nicht gut funktionieren oder nicht optimal in ihrer Hormonproduktion sind. Der Stress ist der größte Verursacher von dem ganzen Nährstoffmangel. Sobald wir Stress haben, blockieren wir hier die ganzen Verdauungssäfte und wir haben halbverdautes Essen, das zu Gärung und Fäulnis kommt. Wir haben dann auch viel weniger Verdauungsenzyme hier im Bauch drinnen zum Aufspalten. Und was noch dazu kommt, wir verhindern nicht nur die Verdauung, sondern wir verhindern auch die Ausleitung über die Nieren. Der Stress geht da richtig an die Niere. Es gibt ja auch das Sprichwort, das geht mal an die Nieren. Beziehungen gehen an die Nieren. Also etwas, was dir komplett unter die Haut geht, geht dir an die Niere. Und die Niere ist der Sitz der Lebenskraft, das ist so deine Grundkraft. Und Probleme, familiäre Probleme sind auch im Becken- und Nierenbereich. Also das geht da so richtig in die Niere und schwächt deine Grundkraft. Die Chinesen sagen immer, die grauen Haare haben einen Zusammenhang mit der Niere. Wenn die Niere schwach wird, werden die Haare grau. Und die Haare zeigen, wie weit du deine Lebenskraft schon verbraucht hast. So, der Stress, wenn wir Stress haben, wird der Sympathikus aktiviert. Und der Gegenspieler ist der Parasympathikus. Also wenn wir Stress haben, werden wir Sympathikoton, die Energie geht in die Muskulatur und wir rennen, wir flüchten. Wenn wir aufhören mit dem Stress, wenn sich die Lage entspannt, geht die Energie wieder zurück in die Verdauungsorgane, Parasympathikus springt an, genießen, relaxen, verdauen, entspannen, lieben, ja, das gehört zum Parasympathikus. Und immer dann, wenn wir Sympathikoton sind, stoppen wir die Verdauung. Das muss uns klar sein. Jemand, der die ganze Zeit im sympathikotonen Zustand ist, der immer so auf Drive drauf ist, der kann einfach nicht verdauen. Und der verdaut vielleicht nur 3 Stunden am Tag statt 5 oder 6 Stunden. Und jetzt ist auch klar, warum so viel Essen im Darm liegen bleibt und warum es immer wieder zu Verdauungsstörungen kommt und warum diese Verdauungsstörungen langfristig ganz einen großen
Schaden anrichten, weil diese Schlackenstoffe irgendwie im Gewebe liegen bleiben und nicht mehr über die Niere ausgeleitet werden. Und dann haben wir das Problem, dass die Niere blockiert und dass der zweite Blutdruckwert nach oben wandert. Der zeigt ja immer, dass wir nicht ausleiten können. So, Alkohol, süßes, kaltes und schleimbildende Ernährung verstärken noch die Verdauungsschwäche. Also jetzt noch ein bisschen Wein zu trinken und Mehlspeisen essen und kaltes Essen wie kaltes Eis oder kalte Jausen, das typische heurigen Jausenessen, ist ja ganz schwierig für die Verdauungskraft. Das schwächt mehr und mehr. Am besten ist es, wenn man sich gekökelt, warm und leicht verdaubar pflanzlich ernährt. Das wäre die beste Verdauungssituation, also die beste, die einfachste Ernährungsform, die bekömmlichste. Die Abfallstoffe bleiben dann im Körper liegen und verursachen körperliche, geistige und psychische Probleme. Auch die Psyche hängt ganz stark am Darm. Vor allem Kinder, die psychisch schlecht drauf sind, die weinerlich sind, die Verhaltensauffälligkeiten haben, unbedingt immer dran denken, bevor ich noch an einen Psychologen denke, bitte, das erste Mittel der Wahl ist immer Darmfloraaufbau. Also aus meiner Erfahrung, ich arbeite jetzt seit 20 Jahren mit Nährstoffen, wenn du bei Kindern und Jugendlichen die Darmflora aufbaust, hat das einen so großen Effekt auf die Psyche, auf das Wohlgefühl, auf die Vitalität, auf die Lebensfreude. Bei den Kindern geht das ganz rasch. Bei Erwachsenen, die schon viel verschlackter sind im System, dauert das alles viel länger. Aber Jugendliche und Kinder, wenn du denen die Darmflora aufbaust, es ist unglaublich, was sich da in ein paar Wochen verändert und neu ausrichtet. Jetzt schauen wir uns die Zirbeldrüse an. Die spielt ja so eine starke Rolle in der ganzen Energieproduktion. Sie ist die einzige Hirndrüse, die mit dem kompletten Hirnwasser, das ist der Liquor, und mit dem Kanalsystem des Rückenmarks und mit dem Lymphsystem verbunden ist. Das heißt, die Hirndrüse liegt jetzt vom Ohr weg rauf und vom Aug weg rein. So da drin in etwa liegt die Hirnanhangsdrüse. Ja? Umspült vom Liquor, vom Wasser, und der ist mit dem Rückenmarkskanal verbunden und mit dem Lymphwasser verbunden. All das, was wir an Lymphmüll im Körper im Laufe des Lebens einlagern, hat automatisch auch Kontakt mit dem Liquor. Und das könnt ihr euch vorstellen, dass eine Drüse, die da mittendrin im Kopf versteckt ist und da drinnen geschützt sein soll, dass die Schwermetalle, die Schadstoffe, die Giftstoffe, das Quecksilber nicht mag. Das gehört da nicht rein. Wie soll es aber draußen bleiben, wenn es doch ein Leben lang in unseren Körper reinkommt? Und natürlich wird sie auch reagieren. Es heißt ja auch, die Zirbeldrüse verkalkt. Das hat ja auch damit zu tun. Die Schlackenstoffe lagern sich dann an der Zirbeldrüse ab und die Zirbeldrüse verkleinert sich. Wir sprechen davon, dass wir als Erwachsene eine erbsengroße Zirbeldrüse haben, während diesen Kinder haben noch eine nussgroße Zirbeldrüse. Und angeblich im Altertum hat man die Zirbeldrüse viel größer gezeichnet, wie eine große Nuss in unserem Kopf. Vielleicht war sie früher auch größer. Vielleicht ist sie nur im Laufe der Jahrtausende kleiner geworden. So, alle Drüsen, alle Nerven und alle Lymphbahnen und Blutgefäße stehen immer in Verbindung mit der Zirbeldrüse. Noch einmal, alle Drüsen, alle Nerven, alle Lymphbahnen, alle Blutgefäße stehen in Verbindung mit der Zirbeldrüse. Alles, was wir im Lymphwasser transportieren, alles, was wir im Blut transportieren, kommt irgendwie zu unserer Zirbeldrüse. So, und die Zirbeldrüse steuert den Darm, die Haut, das Blut, den Fettstoffwechsel, das Immunsystem. Alle Hormondrüsen werden von der Zirbeldrüse ausgesteuert. Die Zirbeldrüse ist der oberste Boss, die oberste Steuerzentrale, und die reguliert alle anderen Drüsen. Was haben wir denn drunter für Drüsen? Wir haben oben den Hypothalamus, dann die Zirbeldrüse, dann haben wir die Schilddrüse und die Nebenschilddrüsen, dann haben wir die Thymusdrüse unter dem Brustbein, dann haben wir die Bauchspeicheldrüse für den Zuckerstoffwechsel, dann haben wir drunter die Nebennierendrüsen, die den Stress regulieren, die machen das Gleichgewicht von Adrenalin. Und drunter haben wir noch die Keimdrüsen.
für Eierstöcke oder für Hoden. Das sind unsere Drüsen und die Zirbeldrüse ist der Boss. Die steuert alles. Halten wir die Zirbeldrüse sauber, dass sie gesund sein kann, haben wir von den Drüsen her einen richtigen Vorteil. Alle Hormondrüsen, der Gleichgewicht sind, ist abhängig von der Zirbeldrüse. Wisst ihr, wie viele Leute Probleme haben im Gleichgewicht sind oder mit Koordination? Hängt mit der Zirbeldrüse zusammen. Die Koordination der Bewegung, ob wir zum richtigen Moment uns abstützen können, wenn wir hinfallen, ob wir beim Springen automatisch mit dem richtigen Fuß springen und wieder aufsetzen, das alles hat mit Zirbeldrüse zu tun. Und das hängt natürlich in dem Lymphwasser drin. Und das Lymphwasser mit all seinen Abfallstoffen belastet die Zirbeldrüse. Schauen wir uns einmal die Funktion der Zirbeldrüse an. Sie steuert die Koordination. Sie steuert die Motorik. Die Zirbeldrüse macht eine Zellerneuerung. 70 Milliarden neue Zellen pro Sekunde. Also wenn wir so viele neue Zellen bilden, müssen wir die alten aber im gleichen Ausmaß abbauen, wegtransportieren. Und auch der Zellzerfall wird über die Zirbeldrüse gesteuert. Und auch der Abtransport dieses toten Materials. Die Zirbeldrüse steuert die Entgiftung der neurovegetativen Bahnen im Gehirn. Also alle Nervenbahnen werden über die Zirbeldrüse stimuliert zur Entgiftung. Es schützt die Zellmembran vor Lipidperoxidation. Das ist das, dass es nicht rostig wird. Jede Zellmembran hat ja gesunde, also gesättigte und ungesättigte Fette. Und damit die Fette nicht ranzig werden, das reguliert die Zirbeldrüse. Die Zirbeldrüse schützt vor Oxidation und Zellzerfall. Also das ist das Rosten. Ja? Dann Wiederaufbau der Bluthirnschranke und des gesamten Darms. Wenn etwas kaputt gegangen ist, die Zirbeldrüse ist in der Lage, alles zu reparieren. Vor allem den gesamten Darm. Also deshalb ist das Gehirn, die Zirbeldrüse, ganz wichtig bei jeder Form der Darmsanierung. Und das erreichen wir nur indirekt, indem wir einfach schauen, dass das Blut sauber ist und dass die Lymphe sauber ist, weil wir dadurch die Zirbeldrüse erreichen können. Die Zirbeldrüse aktiviert die Darmbakterien zur Entgiftung und zur Bildung von Melatonin und Serotonin. Dopamin, Melatonin, Serotonin hat alles mit dem Darm zu tun. Je gesünder und fitter der Darm ist, desto leichter funktioniert dieses Gleichgewicht. Melatonin ist zum Schlafen und Dopamin und Serotonin sind die Glückshormone. Die Darmbakterien tragen zu 90% an der hormonellen Steuerung des Gehirns bei. Deshalb investieren wir bitte immer in die Darmbakterien. Ob wir jetzt nur gesunde Gemüsesäfte trinken oder ob wir zusätzlich probiotische Bakterien dazu nehmen, es ist immer von Vorteil, in die Darmflora und in den Darmfloraaufbau zu investieren. Die Darmbakterien und das Gehirn kommunizieren über das Rückenmark und zwar über die Botenstoffe. Die schicken ihre Briefdarm hin und her und bringen sich gegenseitig die Informationen. Das Gehirn schickt die Briefdarm zum Darm und der Darm schickt die Briefdarm zum Gehirn. Ja? Die reden miteinander. Die Zirbeldrüse kann alle Hormondrüsen neu herstellen, falls sie kaputt geworden sind. Also wenn wir irgendwo an einer Drüse Operation haben, die Zirbeldrüse, wenn die fit ist und gesund ist, kann die ganz viel kompensieren und ausgleichen. Wenn eine Drüse ausfällt, übernehmen die obere und die untere Drüse immer die Arbeit mit. Also die Drüsen sind miteinander vernetzt und verkoppelt und unterstützen sich gegenseitig. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, wenn jemand eine kaputte Leber hat, da muss die Milz mithelfen. Das ist auch so etwas Ähnliches. Die unterstützen sich auch. Ist die Leber schwach und krank, übernimmt die Milz die Aufgaben der Leber. Und dann ist das ganz typisch, die Leber wird schwach und plötzlich wird die Milz größer. Die Milzvergrößerung passiert deshalb, weil die Leber so schwach ist. In dem Moment, wo die Leber stärker wird, weil wir sie reinigen, entlasten, schonen, entgiften und die Leber normalisiert sich und kann ihre Aufgabe wieder übernehmen, dann geht automatisch auch die Milz schön langsam wieder zurück in den normalen Bereich.
Ich habe das schon oft beobachtet bei Menschen, die viele Medikamente nehmen oder bei Leuten nach Chemotherapien, dass die eine Milzvergrößerung hatten. Und je länger sie den Körper reinigen, entgiften, ausleiten und unterstützen, desto leichter kann das wieder ins Gleichgewicht zurückfinden. So, jetzt schauen wir uns das an, was die Zirbeldrüse braucht. Die Zirbeldrüse ist in der Mitte des Kopfes und am liebsten hat sie es dunkel. Sie mag nicht, wenn in der Nacht die kleinen Lichter brennen. Die Zirbeldrüse braucht absolutes, dunkles Schlafzimmer. Dann kann sie viel besser mit den Hormonen, mit Melatonin arbeiten, mit dem Schlafhormon arbeiten, wenn es wirklich finster ist. Dann achtet man bitte auf die fluoridfreien Zahncremen und auf die Salze. Denn Fluoride sind für die Zirbeldrüse absoluter Stress. Die tragen dazu bei, dass die Zirbeldrüsen verkalken. Und jetzt denken wir mal bitte, wie lange wir fluoridhaltige Zahnprophylaxe bekommen haben. Mag vielleicht für die Zähne gut sein oder auch nicht. Auf jeden Fall ist es für die Zirbeldrüse eine Katastrophe. Darm und Lymphe von Schadstoffen und Schwermetallen befreien ist eines der wichtigsten Dinge für die Zirbeldrüse. Sobald wir den Müll ausleiten können aus dem Körper, atmen alle Drüsen auf und sagen Danke, dass das nicht mehr da ist. Und am besten leiten wir Schadstoffe, Giftstoffe, Schwermetalle und Säuren immer aus, indem wir Mineralstoffe zuführen oder grünes Gemüse zuführen. Jede Form von Chlorophyll bindet Schadstoffe, Gifte und Schwermetalle und leitet aus. Antioxidantien sind deshalb wichtig, weil die Zirbeldrüse äußerst sensibel ist auf Elektrosmog. Und jetzt haben wir ja eine neue Situation. Wir stellen die Autos auf E um. Wir haben 5G seit einigen Monaten in Betrieb. Das spüren wir nicht, das riechen wir nicht, aber die Zirbeldrüse reagiert. Und es gibt einfach elektrosensible Menschen, die dann Probleme haben mit ihrer Zirbeldrüse oder mit ihrem Wohlgefühl und die dann sich immer irgendwo zurückziehen müssen oder verstecken müssen, damit sie nicht so stark mit dem Elektrosmog konfrontiert werden. Was auf jeden Fall günstig ist für den Elektrosmog, für die Belastung, der Elektrosmog macht dem Körper einen bestimmten Stresslevel. Und dieser Stresslevel bringt den Körper dazu, dass er viel schneller altert und dass er in eine Degeneration hineinkommt. Und wenn wir das verhindern wollen, müssen wir dem Körper einfach mehr Antioxidantien anbieten, um diesen Stresslevel abzubuffern, um den Stress an Gegenspieler zu geben. Da passen natürlich alle antioxidative Stoffe, da passt ACE, Selen, da passen alle roten Säfte, alles was Antioxidantien sind. Und natürlich gibt es auch Nahrungsergänzungen für eine gute Drüsenaktivität. Schauen wir uns noch einmal da die Drüsen durch, von oben nach unten. Wir haben unten die Keimdrüsen, die kann man mit Makerwurzel stärken. Dann haben wir die Nebennieren, die vertragen gut die Goji-Beere, also den Lithiumstrauch für die Nebenniere. Dann haben wir in der Mitte die Bauchspeicheldrüse, die Thymusdrüse und die Schilddrüse. Und diese drei Drüsen, Bauchspeicheldrüse, Thymusdrüse, Schilddrüse, die lieben die Garcinia-Frucht. Und die obersten zwei Drüsen, der Hypothalamus und die Zirbeldrüse, die lieben das Citicolin, dann alles, was das Gehirn besser versorgt und besser durchblutet. So, okay.